Hallo, mein lieber Skorpion, mein Name ist Siu und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Skorpion. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Allgemeine Informationen zu meinen Legungen findest du zu Beginn des Videos. Drücke hierfür einfach auf Pause und erhöhe die Bildqualität, sollte der Text bei dir unscharf sein. Und um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Wann welche Legung erscheint, das findest du immer unten im Infotext. Ja, mein lieber Skorpion, ich würde sagen, wir stürzen uns ins Geschehen, ja, eine wirklich aufregende Legung mit einem sehr interessanten Bild haben wir hier für dich. Ganz allgemein kann ich dir hier schon mal verraten, etwas ist dabei, sich aufzulösen. Es geht hier um eine Erleichterung. Das kann auch sein, dass etwas in die Klarheit kommt, also das sehe ich hier durchaus auch. Hier ist etwas in Bewegung und das ist auch ganz wichtig, dass ich dir das hier durchgebe, weil ich hier auch schon in den Karten gesehen habe, dass man sich hier irgendwie so fühlt, als würde man nicht vom Fleck kommen. Und was unglaublich interessant ist, dass diese Karte sowohl in der Fische als auch in der Krebse-Legung genau an diese Position gefallen ist, eben auch bei dir. Das dürfte hier eine Energie sein, die das Wasserkollektiv betrifft. Ja, was hier auch klar ist, ist, dass du sehr stark bist, aber es zeigen sich hier gewisse Unruhen im Umfeld ringsumher. Vielleicht geht es ja auch um das Thema Verpflichtungen. Das hat sich jetzt nämlich auch schon gezeigt in den anderen Legungen. Es kann aber auch etwas anderes sein. Ja, es hat schon mit dem Umfeld zu tun, ja. Irgendwelche Unruhen zeigen sich hier. Und das Universum kündigt hier eine wichtige Selbsterkenntnis an. Da habe ich schon das Gefühl, das kommt erst auf dich zu. Und das ist auch ganz besonders wichtig, denn hier liegt auch ein Schlüssel. Und Achtung, mein lieber Skorpion, da geht es jetzt nicht um Schuld oder dergleichen, sondern eine Erkenntnis, die hier auch in Zusammenhang steht mit dieser auflösenden Energie, wo es allgemein um eine Erleichterung geht. Und wenn wir jetzt noch in die Außenschau gehen, wir schauen ja auch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Hier haben wir ein Gleichgewicht, es geht um Harmonie, irgendetwas soll hier wieder in ein Gleichgewicht zurückfinden. Das ist jetzt gerade in Bewegung und ich sehe ja, bei einigen ist hier schon was los, ja, also das fühlt sich vielleicht jetzt nicht so an. Aber ich soll dir hier schon mitteilen, auch wenn du es jetzt nicht glaubst, ja, die Dinge bewegen sich zu deinen Gunsten. Es läuft zu deinen Gunsten. Das ist jetzt einfach ja, ein Streckenabschnitt, da muss man durch. Der ist auch nicht allzu lange und es ist auch nicht alles herausfordernd und schwierig. Das ist auch wichtig zu beachten, mein lieber Skorpion, weil ich sehe hier extrem viele gute Karten, gute Hinweise. Für viele geht es ja auch um die Berufung, um die Bestimmung, um deinen Lebenssinn. Auch irgendwo eine gewisse Selbstbefreiung, vielleicht auch darum, ja, dass hier etwas endlich nach außen getragen wird, ja, dass man hier eine Seite von sich selbst zeigen kann. Bei manchen geht es ja auch tatsächlich darum, ein bestimmtes Talent endlich ausleben zu können. Das nehme ich ja auch wahr. Und du bist hier mitten in einer Phase der Transformation. Und das ist etwas, das ganz besonders kraftvoll ist und eine wirklich schöne Bewegung. Ja, und da würde ich sagen, wir schauen jetzt gleich mal in die Blockaden, die sich hier aktuell zeigen. Was ist blockiert? Was ist herausfordernd? Beziehungsweise was blockiert hier dein Vorankommen? Auf deiner Ebene geht es hier um eine sehr starke Veränderung. Das ist hier mehr eine Ankündigung, ja. Bei manchen kann es ja tatsächlich auch, Achtung, das ist dann aber bereits bewusst, ja, oder klar, da kann es schon auch um eine Art Trennung gehen, ja. Es ist eine sehr, sehr starke Veränderung, um die es hier geht. Ein großes Ende und ein großer Anfang, nehme ich hier für die meisten wahr. Das
kann ja auch einen bestimmten Lebensbereich betreffen. Und hier haben wir auch schon den Impuls, ja, du bewegst dich hier hin zu deinem wahren Selbst. Ja, das heißt jetzt natürlich nicht, dass du nicht du selbst bist, sondern dass hier etwas mehr zum Vorschein kommt, das für dich persönlich einfach enorm wichtig ist. Und das ist eine sehr, sehr günstige Entwicklung. Und da bekommen wir wirklich interessante Hinweise in den Lösungsimpulsen für dich. Ja, also da hoffe ich, dass das hier deine Legung ist, denn das ist schon wirklich ganz interessant, was wir hier dann erfahren dürfen. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt mal weiter und da zeigt sich ein Verrat, Hinterhalt, Intrige, jemand ist dir in den Rücken gefallen, das sehe ich hier. Das kann natürlich auch sein, dass das ja aus den Umständen heraus entstanden ist. Ja, ich kenne deine persönliche Situation ja nicht und ich beleuchte das immer von verschiedenen Perspektiven, denn es kann hier auch sein, dass hier, ja, dass vielleicht eine Person krankheitsbedingt nicht da sein konnte, ja, dann kann sich das natürlich auch so im Bild zeigen. Also es geht ja mehr um die Umstände. Ich nehme es aber schon so wahr, dass sich hier für die meisten etwas ereignet hat in der eher kürzeren Vergangenheit, das unangenehm war, mit einer anderen Person zusammenhängt. Ja, eine Enttäuschung, die sich hier zeigt, wo das Universum aber sagt, du wirst trotz allem als Sieger aus dieser Situation hervorgehen. Also du wirst am Ende in gewisser Art und Weise erfolgreich sein und da zeigt sich auch ein Anfang. Ja? Also für ganz, ganz viele geht es hier um einen Anfang und das möchte dir das Universum hier auch begreiflich machen. Also ich habe hier generell so das Gefühl, du sollst aus dieser Situation erfolgreich und gestärkt herausgehen, also noch stärker als du ohnehin schon bist. Wirklich unglaublich interessant. Da gehen wir jetzt gleich noch weiter auf die zwischenmenschliche Ebene. Wir schauen uns hier immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen zu tun hat. Und die anderen beiden Positionen, die lasse ich diesbezüglich ja immer offen. Ja, da zeigt sich jetzt in deinem Fall auch etwas Zwischenmenschliches. Das kann jetzt ein und dasselbe Thema sein. Das habe ich jetzt beim Ziehen der Karten noch für dich ausgetestet. Es können aber auch zwei zwischenmenschliche Themen sein. Das kannst du dir natürlich selbst am besten beantworten. Ich werde natürlich auf beides eingehen. Das, was hier, egal um was es geht, hier auf beide Situationen zutrifft, ist, dass du hier ja von einer Person, die dir nahe gestanden ist oder nahe steht, enttäuscht worden bist. Ja, also für manche gehört das eindeutig zusammen. Für andere geht es ja mehr um eine Kränkung innerhalb einer Verbindung. Ja, das kann jetzt eine Partnerschaft betreffen, das kann eine Freundschaft betreffen, das kann das familiäre Umfeld betreffen, eine Zusammenarbeit oder dergleichen. Es ist jemand, ja, der dir nahe steht. Und das ist jetzt natürlich auch die Frage, ja, also die du dir natürlich beantworten kannst, geht es ja um ein und dieselbe Person, geht es ja wirklich vielleicht für manche auch um eine Art Hochverrat im eigenen Feld, was natürlich klar ist, dass sich das als Blockade zeigt, ja, also das lässt einen natürlich nicht kalt. Oder sind das hier zwei Themen, die hier parallel aufscheinen, die du hier auflösen darfst? Und noch einmal, mein lieber Skorpion, ich sehe dich hier als, ja, als eine Art Sieger aus dieser Situation hervorgehen. Ich meine, es ist etwas, das sich ereignen sollte und es entwickelt sich zu deinen Gunsten. Da würde ich sagen, schauen wir jetzt gleich mal in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Bleiben wir jetzt gleich hier auf der Ebene des Umfeldes. Ja, also für eine Gruppe geht es hier darum, ja, da geht es jetzt darum, dass sich hier zwei zwischenmenschliche Themen zeigen. Und es ist hier für die meisten so, ja, wo sich hier zwei Themen zeigen, dass es darum geht, etwas zu besprechen, etwas auszusprechen und dadurch diese Verbindung, ja, einen Reifeprozess erfährt, ja, dass irgendetwas steht hier im Raum und wurde hier nicht ausgesprochen, ja, und ich nehme an, es wird hier vermutlich um diese Kränkung gehen, vielleicht auch eine Art Bemerkung, die nicht ganz angebracht war, ja.
Und es, das, was hier wichtig ist, ja, also das Universum sagt, du wirst hier, also es zeigt sich hier einfach ein Reifeprozess, ja, auch wenn das hier nur ein Thema ist, der hier sehr, sehr wichtig ist. Und für eine Gruppe geht es tatsächlich darum, darüber zu sprechen. Für die zweite Gruppe, ja, wo das hier ein großes Thema ist, sehe ich hier, dass das Universum sagt, es ist wichtig, diese Situation so anzunehmen. Ja. Jemand hat dir hier Informationen vorenthalten, das weißt du auch bereits, das sehe ich hier auch, dass das hier bekannt ist. Ja, für manche geht es ja tatsächlich auch in gewisser Art und Weise um eine Art Meineid. Ja, ich meine, das muss jetzt natürlich keine rechtliche Angelegenheit sein, kann durchaus sein, aber schließe ich für die meisten eher aus, sondern dass sich hier tatsächlich etwas zeigt, wo hier mehrere Personen involviert sind, ja, und wo zu einem Thema geschwiegen wurde, ja, das ist aber auch schon bekannt. Und das Universum sagt, es ist wichtig, die Situation so anzunehmen, wie sie ist, ja, denn das ist natürlich nicht ganz einfach, vor allem wenn das hier eine Person ist, in der du vertraut hast, ja, also das macht absolut Sinn, das beschäftigt einen, das kann man nicht einfach abhaken, das ist klar, das ist ein Prozess, der hier gestartet wird und ein wichtiger Schritt ist, wirklich das so anzunehmen, wie es jetzt ist oder was hier vorgefallen ist und sich ja auch nicht den Kopf zu zerbrechen, welche Gründe diese Person verfolgt hat, ja, das ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Aber es ist wichtig, vorerst einmal einen Strich darunter zu ziehen und zu sagen, das ist geschehen, das kann ich auch belegen. Ja, also da geht es nicht um Interpretation, sondern was konkret vorgefallen ist. Und da sehe ich einfach, dass hier ein Informationsfluss absichtlich abgebremst wurde. Ja, dass hier bestimmte Informationen nicht zu dir gelangt sind und da bei einigen eben mehrere Personen involviert sind. Also auch ganz interessant. Das ist aber nicht dein ganzes Umfeld, mein lieber Skorpion. Ja, also da geht es hier um eine ganz konkrete zwischenmenschliche Situation. Und auch wenn diese Situation unangenehm ist, ja, also egal, ob das jetzt zwei Themen sind oder ein Thema, es ist etwas, ja, an dem, ja, durch das du hier sehr stark wachsen wirst. Das wird vermutlich ein bisschen dauern, ja, also das kann ich mir schon auch vorstellen, aber es ist im Prinzip wichtig, dass sich hier auch etwas gezeigt hat, ja, dass hier etwas ans Licht gekommen ist. Schauen wir mal weiter. Das Universum sagt, es ist jetzt wichtig, dass du dich hier diesem Anfang hingibst, ja, also du möchtest hier irgendetwas beginnen. Das kann auch sein, ja, dass das hier ein Traum deinerseits ist, den du schon lange hegst, wo das Universum sagt, worauf wartest du jetzt, mein lieber Skorpion? Nimm das jetzt an, nimm diese Möglichkeit an. Es entsteht aktuell Raum für eine gewisse Selbstverwirklichung, das nehme ich hier auch wahr. Also wir haben hier wirklich eine sehr kraftvolle Energie, die sich hier zeigt. Und alles, was jetzt gehen möchte, ja, alles, was dein Feld verlassen möchte, lass es ziehen. Widme dich deiner Zukunft, ja, widme dich dem, was kommt, widme dich auch den Kontakten, wo hier wirklich ein ausgeglichenes Verhältnis herrscht. Das kann eben auch bedeuten, ja, für alle, die hier auf zwei, vor allem eben zwei Themen schauen, dass es auch wichtig ist, sich hier auszusprechen, das hier auch zu klären, ins Reine zu bringen, abzuhaken. Denn was ich hier wahrnehme, ist, es geht darum, die Vergangenheit abzustreifen, ja, also irgendetwas hältst du hier fest und das gehört in die Vergangenheit und das möchte hier losgelassen werden. Und das führt ja auch dazu, dass du hier erkennen wirst, dass jetzt plötzlich ja, Raum für bestimmte Dinge entsteht, der vorher nicht gegeben war. Und da geht es um einen Anfang. Irgendetwas soll beginnen. Und um diesen Anfang möglich zu machen, ist es jetzt auch wichtig, bestimmte Vorbereitungen zu treffen. Und jetzt gehen wir hier noch auf deine Ebene und das ist wirklich ganz interessant. Hier zeigt sich nämlich die Energie einer Verzögerung, einer Verspätung. Irgendetwas entwickelt sich hier gerade schleppend. Und das Universum sagt, es ist wichtig, das hier jetzt mal so laufen zu lassen, ja, und nicht, das nicht künstlich versuchen zu beschleunigen. Das ist entscheidend. Es geht nicht darum, es ganz liegen zu lassen, aber lass es so laufen. Wenn sich das gerade ein bisschen langsamer entwickelt, dann ist das vollkommen in Ordnung.
Das hat nämlich einen Grund, mein lieber Skorpion. Und da geht es jetzt auch um diese starke Veränderung. Lass diese Sache, die sich schleppend entwickelt, lass das ruhig so laufen, ja. Da geht es jetzt auch nicht um eine bestimmte Frist. Das sehe ich hier auch. Das ist in Ordnung, dass das hier ein bisschen langsamer läuft. Zum einen ist es für dich aktuell auch wichtig, ja, dass du hier für dich einiges sortierst, ja, dass du jetzt aktuell, ja, eben gerade weil sich hier etwas langsamer entwickelt, auch Zeit für dich nehmen sollst, hier bestimmte ja, Dinge zu unternehmen, beispielsweise, die dir persönlich sehr viel Freude bereiten, ja, wo du auch abschalten kannst. Das nehme ich ja auch ganz stark wahr. Da geht es auch um Tätigkeiten, ja, oder Interessen, denen du auch in Zukunft mehr Raum einräumen möchtest, ja. Und das ist jetzt auch wichtig, diese Zeit oder dieses Zeitfenster, das sich jetzt hier öffnet, ja, weil diese Sache hier sich hier ein bisschen langsamer bewegt, ist es auch wichtig, das jetzt diesbezüglich zu nützen. Und das ist jetzt wirklich ganz interessant. Hier zeigt sich eine ganz wichtige Erkenntnis und ich habe ja auch das Gefühl, dass das hier mit der Energie zusammenhängt, die sich hier zu Beginn der Legung gezeigt hat. Es geht um eine ganz wichtige Erkenntnis, die du haben wirst oder vielleicht sogar mehrere Erkenntnisse. Vielleicht wird hier etwas plötzlich glasklar. Vielleicht wird hier ein Weg plötzlich glasklar. Vielleicht geht es ja auch um eine Entscheidung, die dann plötzlich glasklar wird. Das kann hier nämlich auch diese starke Veränderung betreffen. Und wichtig für diese Veränderung ist auch, dass man den positiven Dingen hier mehr Raum lässt. Ja, und da geht es aber auch für manche um eine gewisse Freizeitgestaltung, ja, oder um gewisse Tätigkeiten, Dinge, denen du ohnehin in Zukunft mehr Raum geben möchtest. Und jetzt kannst du das gleich schon machen. Und es ist wichtig, das auch zu genießen, ja. Also das heißt jetzt nicht, dass man hier alle Verantwortungen über Bord wirft, sondern dass man diese Zeit jetzt nützt und auch für diesen Anfang nützt, der sich hier zeigt, denn der schwingt hier schon auch mit. Aber wichtig ist jetzt wirklich den Dingen Raum zu geben, die dir Freude bereiten. Das soll dich hier Tür und Tor öffnen zu dieser wichtigen Erkenntnis. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Hier auf der zwischenmenschlichen Ebene haben wir eine Engelszahl, da haben wir die 444. Engelszahlen in meinen Legungen stehen ja auch immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, stehen für schicksalhafte Zyklen. Und die 444 in meinen Legungen steht dafür, dass dein Weg beschützt ist, dass dein Weg behütet ist. Und das, was auch sehr interessant ist, dass man hier ganz eindeutig erkennen kann, dass aktuell die 333 Energie bei dir aktiv ist, ja, weil es ja auch um das Thema geht, loslassen, etwas löst sich auf, Platz schaffen für eine Veränderung, ja, also das ist wirklich ganz, ganz spannend. Du bekommst hier auch Zeichen vom Universum, ja, also du vielleicht empfängst du auch oder ja, siehst, nimmst du auch Engelszahlen oder Doppelt- oder Dreifachzahlen, bestimmte Uhrzeiten, Symbole etc. im Alltag war, ja, wenn sich etwas summiert, lies mal nach, wie das gedeutet wird, ja, jeder macht das ein bisschen anders, behalte im Hinterkopf, um welche Themen es dir hier geht, du bist hier behütet, du wirst hier geführt und das Universum sagt auch, ja, all das, was jetzt schief gelaufen ist, ja, egal, ob das jetzt ein zwischenmenschliches Thema ist oder mehrere, das hat einen bestimmten Grund. Das ist auch geschehen, damit jetzt die Möglichkeit entsteht für diese Entwicklung hier. Das ist Teil davon. Das sind Dinge ans Licht gekommen, die sich zeigen sollten. Und manchmal zeigen sich einfach auch unangenehme Dinge. Das ist einfach so. Und das Universum sagt, das ist am Ende, ja, also, oder nach einer gewissen Zeit, wenn du zurückblickst, wenn diese Transformationsphase abgeschlossen ist, wirst du erkennen, am Ende war es gut, dass das jetzt geschehen ist, auch wenn es jetzt in der Situation natürlich herausfordernd ist.
Aber das hat alles einen Grund. Also lass ziehen, was losziehen möchte oder was weg möchte von dir. Lass es ziehen, denn hier kommt etwas auf dich zu. Das haben wir nämlich gleich hier liegen. Da liegt etwas Neues. Das können neue Kontakte sein, neue Begegnungen. Das kann eine neue Möglichkeit sein oder ganz generell dieser neue Abschnitt. Ja, also ich sehe hier einfach auch diese Anfangsenergie. Und ich sehe hier auch diese Umbruchsenergie. Da können sich die Dinge für einige sogar ganz plötzlich zum Guten wenden, ja, so schneller, als man es überhaupt glaubt. Allgemein gesehen kann man hier einfach erkennen, etwas Neues kommt auf dich zu, weil du dich hier in gewisser Art und Weise auch neu erfindest, ja, weil hier etwas erneuert wird, weil etwas Altes losgelassen wird und man hier, hier auch bestimmte Belastungen einfach loslässt oder bestimmte Lasten hinter sich lässt, etwas neu ansortiert und dadurch ziehst du automatisch auch das Neue an und das ist definitiv etwas Gutes. Wir gehen jetzt noch auf deine Ebene und da haben wir jetzt noch die Antwort für dich, warum das Universum dich darauf hinweist, dass diese Verzögerung einen Grund hat. Denn das Universum sagt, wenn man hier jetzt mit Nachdruck arbeitet, sich hier versucht, etwas zu beschleunigen oder künstlich zu beschleunigen, was eigentlich gar nicht notwendig ist oder was eigentlich, das nehme ich auch für manche wahr, eigentlich gar nicht möglich ist, ja, aber trotzdem versucht man es. Hier wird sonst eine unruhige Basis geschaffen, ja, also innere Unruhe, äußere Unruhe nehme ich hier wahr. Und da geht es eben auch um die weitere Entwicklung. Das sehe ich hier in Verbindung mit einem Lebenssinn. Für manche kann das hier tatsächlich auch eine bestehende Partnerschaft betreffen oder eine Angelegenheit in Sachen Liebe. Ja, also das nehme ich hier durchaus auch wahr. Das kannst du natürlich besser für dich beantworten als ich. Ich sehe es hier einfach nur für manche auch in Verbindung mit einer Partnerschaft. Für die meisten geht es ja um eine Herzensangelegenheit hinsichtlich ja, der eigenen Bestimmung, der eigenen Berufung. Es hat auf jeden Fall mit deinem Lebenssinn zu tun. Und das, was hier wichtig ist, ist, dass das, was sich hier gerade ein bisschen schleppend entwickelt, ja, da geht es, wie gesagt, da geht es nicht um eine bestimmte Frist, die eingehalten werden soll. Das soll man jetzt laufen lassen, ja, also man soll das in dem Tempo laufen lassen und mitgehen, ja, also nicht loslassen, sondern es akzeptieren, dass es sich gerade in diesem Tempo bewegt, es annehmen, denn das hat, wie gesagt, einen Grund, weil es geht hier um eine ganz wichtige Erkenntnis für dich. Ja, also wir haben hier einfach eine kleine Kurskorrektur. Und wichtig ist, ja, diese Sache, die wird dann wieder Normalgeschwindigkeit aufnehmen. Ja, also das ist ja auch bestimmt. Das läuft dir nicht weg. Es entwickelt sich gerade einfach ein bisschen verzögert. Das ist hier sozusagen die Kerninformation. Und das soll sich verzögert entwickeln, dass du hier diese wichtige Erkenntnis hast und hier eben auch den Raum hast, bestimmte andere Dinge jetzt auch zu genießen, jetzt auch ausleben zu können. Eine wirklich spannende Legung, mein lieber Skorpion. Wir kommen jetzt aber zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.